Im Zusammenhang mit Siedler 4 werden oft Begriffe und Strategien verwendet, von denen wohl ausgegangen wird, dass jeder sie kennt. Ich selbst bin in der Richtung nicht ganz unschuldig. Ich erkläre solche Konzepte zwar, wenn ich sie das erste Mal in einem Video verwende, aber da meine Guides keiner festen Reihenfolge folgen, halte ich es für wichtig, sie in einem separaten Video zu erklären. Der Begriff S-Turm bezeichnet einen Turm oder eine Burg, die von der KI nicht erreicht werden kann. Frag mich nicht, wofür das S steht, wahrscheinlich für Safe oder sowas. In der Regel befindet sich ein solcher Turm auf einer anderen Insel, wie es zum Beispiel in Dark 12 der Fall ist. In Bad Surprise startet ihr mit einer besonderen Variante, da ein kleiner Turm in einem Krater steht und von Schnee umgeben ist. Normalerweise müsst ihr hier den Schnee schmelzen, um die eingeschlossenen Spezialisten und ihre Werkzeuge nutzen zu können, aber unter bestimmten Umständen kann man den Turm auch so belassen. Je nach Karte könnt ihr solche Türme auch selbst errichten, ob und wie das möglich ist, ist aber immer unterschiedlich. Da das Spiel in den meisten Fällen erst als verloren gilt, wenn ihr keinen Turm mehr besitzt, könnt ihr alle anderen Türme abreißen. Die KI hat dann kein Angriffsziel mehr. Gegen das dunkle Volk ist diese Strategie aber nur von begrenztem Nutzen, da es gezielt nach Siedlern sucht und in den späteren Karten Manakopter besitzt. Außerdem hat diese Strategie den Nachteil, dass eure Grenzen nicht gesichert sind, wodurch eure Gegner in euer Gebiet expandieren können. Der Tempeltrick ist eine Möglichkeit, dunkle Tempel zu zerstören, ohne sich vorher um die Pilzfarm kümmern zu müssen. Die Flammen des dunklen Tempels wirken nämlich nur auf dunklem Land. Im Hauptspiel war das zu Release noch kein Problem, aber mit dem Trojaner-Add-on und den zugehörigen Patches wurde der Abkürzungszauber erweitert, um auch dunkles Land zu begrünen. Auf diese Weise könnt ihr sichere Inseln für eure Priester und Soldaten schaffen, um den Eingang des Tempels zu blockieren und ihn dann zu zerstören. Ihr solltet aber Mana für mindestens 10 Abkürzungszauber gespeichert haben, damit ihr Spielraum für Fehler habt. Beachtet außerdem, dass die Flammen bereits ein Stück früher gefährlich werden, als die konstante Barriere des Tempels es vermuten lässt. Als Fleischwolf bezeichne ich Konstellationen, die das Patrouillenverhalten der KI ausnutzen, um ihre Truppen zu dezimieren. Die KI lässt ihre Truppen zwischen jedem Turm, den sie besitzt, patrouillieren, egal ob dieser Turm von ihr gebaut oder erobert wurde. Manchmal entstehen solche Umstände zufällig, wenn ein entsprechend platzierter Turm vom Feind erobert wird, es lässt sich aber auch künstlich herbeiführen. Wichtig ist, dass sich eure Türme in Schussweite befinden, aber die feindlichen Soldaten nicht durch ihre Nähe provozieren. Außerdem muss der eroberte Turm trotzdem von eurem Gebiet umgeben sein, da Bogenschützen auf Türmen nur Soldaten angreifen können, die euer Gebiet betreten. Eine Variation dieser Taktik lässt sich mit Dieben und einer Gruppe Bogenschützen erreichen. Die KI ist, was Diebe angeht, etwas komisch, aber oft werden feindliche Schwertkämpfer von euren Dieben angezogen wie Motten vom Licht. Das könnt ihr ausnutzen, indem ihr eure Diebe über die feindliche Grenze treten lasst und die feindlichen Soldaten damit zu euren Bogenschützen lockt. Bogenschützen machen sich aber offenbar nicht gezielt auf die Suche nach Dieben, daher funktioniert diese Variante bei ihnen nicht. Das sind drei fortgeschrittene Taktiken, die in meinen Videos in unterschiedlichem Ausmaß zum Einsatz kommen. Wenn es mehr solche Dinge gibt, über die ihr mehr wissen möchtet, schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Dann kann ich die Themen sammeln und damit weitere Videos dieser Art machen.